Hallo zusammen und willkommen zurück in Swamp Lake Zoo. In der letzten Episode haben wir ja unser wunderschönes Gehege hier für unsere freilaufenden Pfauen gebaut. Sonja weiß Bescheid. Ja, Sonja, ich hoffe, es gefällt dir auch und du bist zufrieden damit. In der letzten Episode haben wir eben dieses wunderschöne, kleine parkähnliche Gehege gebaut. Auf der gegenüberliegenden Seite wird auch in dieser Episode nichts passieren, denn ich habe in der letzten Episode ja schon gesagt, wir werden dort vermutlich das große Reptilienhaus dann bauen. Reptilien und Terrarienhaus ist zwar jetzt nicht ganz richtig, was ich sage, aber ihr wisst, was ich meine. Es wird dort ein großes Gebäude entstehen. Wir werden jetzt direkt hier neben dem Pfauengehege das nächste Gehege bauen. Und zwar wird das neue Zuhause für unsere Siamangs. Die Episode heute wird ein kleines bisschen länger wieder, da das eines der detailreicheren Gehege wird. Also es wird ziemlich viel entstehen und ziemlich viel passieren. Ich versuche euch auch so ein kleines bisschen dann zu erklären, was ich mache und wie ich das mache. Das ist in der letzten Zeit so ein bisschen, oder gerade in der letzten Episode, ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil ich immer sehr viel erzähle und erzähle und erzähle, was eigentlich mit dem Video nichts zu tun hat. Wird sich heute ändern. Was ich hier baue, wird ein bisschen Ähnlichkeit haben mit dem letzten Bau in Arizona, wo ich ja ein Gehege für die Siamangs und die Orang-Utans gebaut habe. Vom Baustil her, wie gesagt, wird es ein bisschen ähnlich sein. Ich werde auch so kleine Hütten bauen für die Siamangs. Also so ein kleines Walddorf im Endeffekt. Sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Ewok-Dorf für die Tiere, was ich richtig cool finde. Was anfangs nicht so geplant war, aber es hat sich daraus ergeben. Und was ich unbedingt auch haben wollte und weswegen ich hier gerade diese Aussichtsplattform gebaut habe, ich wollte auch hier wieder unterschiedliche Einsichtsmöglichkeiten in das Gehege haben. Entschuldigung. In unterschiedlichen Höhen diesmal auch, weil die Siamangs ja sehr kletterfreudige Tiere sind, wie Affen meistens, oder ja, meistens, nicht generell, sondern meistens. Und deshalb dachte ich, ist es schön, wenn wir zum einen eine Einsicht in das Gehege hier unten eben ebenerdig haben, dann eine kleine, die ein bisschen erhöht ist über diesen kleinen Teich, den wir dort drin haben. Und ich werde dann nachher, was wir gleich auch noch sehen werden, noch eine dritte bauen, die dann noch ein wenig höher ist, auf Baumwipfelhöhe mehr oder weniger. Aber zunächst habe ich hier jetzt mal die Pergola oder den Pavillon gebaut für unsere Besucher. Sowas könnt ihr eigentlich auch relativ einfach bauen. Ich werde dazu mit Sicherheit auch nochmal so einen kleinen Workshop machen, beziehungsweise ein kleines Tutorial in unserem Klassenzimmer, wo ich das nochmal 1:1 erkläre. Aber hier mal so ein bisschen am Rande erklärt, ihr baut einfach die Stütze am Rande eures Weges bzw. eurer Plattform. Am besten benutzt ihr dazu keine 4 Meter Bauteile, sondern 2 Meter Bauteile, damit ihr wirklich eine schöne Rundung hinkriegt und das Ganze nicht total eckig aussieht. Hier habe ich mir wieder ein paar Besucher geklaut, um dann zu gucken, in welcher Höhe ich die Brüstung haben möchte, dass die Besucher auch ins Gehege reinschauen können. Und dann hier so ein bisschen Bambus für die Einsicht ins Gehege dann. Wenn ihr so diese erste Stütze gebaut habt oder diese ersten Stützen, dann versucht das Ganze so auszurichten, dass es gleichmäßig am Weg steht. Also dass es wirklich zentriert an eurer Kante steht und so übersteht, wie ihr es letztendlich dann auch haben möchtet. Deshalb habe ich, was wir da mit Sicherheit auch gleich sehen werden, unten nochmal so eine Holzplanke dann einfach gesetzt.
um sicherzustellen, dass ich so ein bisschen Spielraum habe zwischen Besucherweg und der eigentlichen Brüstung, die eventuelle Unebenheiten dann ausgleichen könnte. Warum ich das jetzt im Übrigen gemacht habe mit dem Balken hier, hier seht ihr jetzt, dass ich das am Weg schön ausrichte, mit dem Balken hier, den ich wieder über die Bambusstäbe gezogen habe, was ich mir ja eigentlich hätte sparen können, hier eben die Holzplanke. Ganz einfach, wenn wir das Ganze jetzt dann gleich rumdrehen und rumkopieren, um den Besucherweg bzw. um die Plattform, werde ich die eine oder andere Stütze rauslöschen. Und bevor ich dann jedes Mal wieder diese Bambusstäbe in der Mitte setzen muss, habe ich die einfach gleich gesetzt, sodass, wenn ich den Balken in der Mitte rauslösche, die Bambusstäbe dann einfach schon da sind und ich da nicht nochmal rumexperimentieren muss. So, hier habt ihr gesehen, Rotationsmechanismus hat wunderbar funktioniert. Wir haben eine schöne gleichmäßige runde Struktur. Klar, so ein paar überstehende Ecken wird man immer haben, da muss man halt dann ein kleines bisschen drüber hinwegschauen. Oder man ist wirklich da so ein kleiner Korinthenkacker, dass man komplett alles dann wirklich noch ausgleicht. Aber das bleibt letztendlich euch überlassen, ob ihr damit leben könnt oder nicht. Genau, das war auf jeden Fall die Besucherplattform. Das Ganze hat jetzt noch kein Dach und so weiter. Das erkläre ich euch auch, warum das Ganze so ist. Das Dach machen wir dann gleich noch. Jetzt aber hier erst einmal ein erhöhter Weg bzw. ein Weg nach oben zu den Baumwipfeln, mehr oder weniger, wo wir dann unsere zweite Aussichtsplattform haben werden, damit unsere Besucher dann dort auch in das Gehege einsehen können. Das war auch so ein bisschen tricky, weil ich es nicht gleich auf den ersten Moment hingekriegt habe und ja. Bisschen rumprobieren und so weiter. Auf Oberfläche abglätten ist da immer eine ganz gute Methode, wie man das dann auch relativ schön hinbekommt, das Ganze. So, jetzt noch den Weg nach oben und dann eben noch eine weitere Besucherplattform. Genau, die Felsen, das gleichen wir dann nachher noch an, damit die da nicht durchstehen. Das sieht nämlich nicht sonderlich schön aus. So, einfach hier ein bisschen nach unten ziehen und schon passt das Ganze. Jetzt nehme ich diese Struktur von unten und kann die in diesem Fall einfach hier drüber setzen, noch ein bisschen zurechtdrehen und schon passt das Ganze. Natürlich hier dann die Holzpfosten rauslöschen, denn wir haben Tiere in diesem Gehege, die klettern. Wir wollen natürlich nicht, dass die an unsere Besucherplattform hochklettern. Da werde ich nachher dann noch so Metallpfosten dementsprechend setzen, dass das Ganze auch hält und nicht ja, in der Realität dann runterkippen würde ins Habitat. So, dann habe ich gesehen, dass das Gehege dann doch ein bisschen klein ist, gerade mit diesen ganzen Besucherplattformen, und habe das Gehege noch ein kleines bisschen größer gestaltet dann. Hier noch ein bisschen das Terrain anmalen, habe ich in der letzten Episode von Arizona auch nochmal gesagt. Wenn ihr das Terrain bearbeitet und ein bisschen erhöhtes Terrain macht, was ihr grundsätzlich in jedem Gehege, egal für welches Tier, machen solltet, damit es ein bisschen interessanter, einfacher aussieht, immer auch dran denken, das Terrain dann zu bemalen. Einfach um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Struktur zu geben. So, jetzt kümmere ich mich aber um das Dach des Gebäudes. Als erstes bastle ich hier den Rahmen für das Dach außenrum. Einfach hier mit so ein paar Holzbalken wieder rumkopieren, drehen das Ganze, damit wir hier eine schöne runde Form haben. Warum mache ich das Ganze so? Und nicht in einem Stück. Wenn ihr wirklich schöne gerade Linien haben möchtet und kein Problem bei der Rotation, dann macht ihr die Dinge am besten einzeln immer, fügt die dann zusammen in ein Bauwerk. So habt ihr im Endeffekt dann schöne gerade Kanten und nicht irgendwas, was komplett übersteht oder wo ihr dann noch irgendwie rumbasteln müsst oder was auch immer. Das mache ich jetzt genauso mit diesen Stützpfosten in der Mitte letztendlich.
Weil ich möchte da keine 100.000 solche Querstreben letztendlich drin haben, sondern wirklich nur ein paar davon. Also so, dass wir wirklich nur, ich glaube, 8 Stück oder sowas dann letztendlich haben, also immer im 45-Grad-Winkel letztendlich gedreht. Und deshalb mache ich auch das wieder einzeln. Genau, jetzt noch zurechtrücken, damit das gleichmäßig auf beiden Seiten ist. Das Ganze wieder zusammenfügen, rumrotieren. Genau, und diese 8 Querstreben reichen mir auch. Mehr will ich gar nicht haben. Deswegen habe ich das, wie gesagt, auch wieder einzeln gemacht, weil ich den runden Rahmen außenrum komplett rum haben wollte und die Querstreben wirklich nur ein paar. So, und als letzten Schritt kümmern wir uns dann um das Dach, beziehungsweise um die Dachschindeln in diesem Fall. Da habe ich Holzbretter genutzt, meine Lieblingsholzbretter, die australischen. Wenn ihr das macht mit dem Kopieren und Rumrotieren, dann versucht die Holzplanken in unterschiedlichen Größen zu benutzen. Ganz einfach, wenn ihr rotiert, dann braucht ihr natürlich für die Basis unten wesentlich längere Stücke und je weiter ihr nach oben kommt in das Zentrum eures Kreises, braucht ihr natürlich dann nur noch kleinere Holzschindeln. Deshalb, wie gesagt, da eignen sich die australischen extrem gut dazu, weil wir die eben auch in einer ganz, ganz minimalen Größe haben, in 1 Meter oder einen halben Meter, glaube ich, ist es sogar. Ja, dann das Ganze wieder rumkopieren um 180 Grad. Genau, 180 Grad. Das Ganze zusammenfügen und jetzt kann rotiert werden. Ihr seht, wunderbar an den Querstreben alles. Es passt perfekt. Jetzt die Gradzahl wieder rausnehmen und dann einfach rumkopieren und zack, haben wir ein wunderschönes, stimmiges Haus bzw. Dach. Wenn die einzelnen Bauteile dann soweit fertig sind, könnt ihr das Ganze wieder zusammenfügen. Hier habe ich halt das komplette Dach dann zusammengefügt und dann draufgesetzt auf die zweite Viewing-Plattform oben. Ihr könnt das Ganze auch so machen, dass ihr, so wie ich jetzt, Dach und die Grundstruktur dann zusammenfügt und schon habt ihr ein komplettes Teil dann eben, das ihr benutzen könnt. Genau, und schon haben wir die 2 Aussichtsplattformen fertig. Ging eigentlich relativ schnell. Also wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, dann ist es gar nicht so schwierig und dann ist sowas relativ schnell gebastelt dann auch. Ja, damit sind unsere Aussichtsplattformen fertig. Das Terraforming im Gehege ist auch gemacht. Jetzt geht es an die Kletterstrukturen. Und wie ich schon gesagt habe, unsere Siamangs werden kleine Häuschen bekommen, wie so ein kleines Ewokdorf. Dazu habe ich die Kletterplattform für die Tiere benutzt und Kletterbaumstämme. Die Tiere sollen ja in der Lage dazu sein, diese Häuschen komplett zu nutzen, beziehungsweise auch überall hochklettern zu können. Wenn ihr sowas baut, denkt immer auch dran, dass ihr alles zu einer Gruppe zusammenfügt, dass ihr das am besten gleich schon am Anfang macht, wenn ihr die ersten Bauteile platziert. Ansonsten habt ihr echt Schwierigkeiten, wenn ihr das dann ganz am Ende erst macht und jedes einzelne Teil dann irgendwie markieren müsst. Deshalb versucht das ganz am Anfang schon zu machen, wenn ihr die ersten ein, zwei Bauteile, nicht ein Bauteil, bei einem geht es noch nicht, wenn ihr die ersten zwei, drei Bauteile platziert habt, gleich in der Gruppe zusammenfassen und dann in der Gruppe bauen. Dann habt ihr später keine Schwierigkeit, wenn ihr das mehrfach nutzen wollt, das Gebäude oder dann auch als Blueprint speichern wollt. Dann ist es schon alles zusammengefügt. Genau, hier noch so ein paar kleine Feinheiten, das Ganze einrahmen, damit es auch zusammenhalten würde. Und hier, das liebe ich momentan, dieses Arktis-Dach, das passt perfekt auch zu einem Dschungelthema. Beziehungsweise eigentlich passt es zu jedem Thema. Es passt zum Dschungelthema, es passt jetzt hier zu unserem mitteleuropäischen, nordamerikanischen Thema, es passt zum Arktis-Thema, man kann da so vieles draus machen. Und ich habe es halt einfach genutzt für die kleinen Häuschen, für unser Ewok-Dorf, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau,
Als nächstes setze ich dann ein paar größere Bäume hier rein. Hier habe ich mich für die Gelbkiefern wieder entschieden. Ja, einfach weil die zum Rest unseres Parks passen, ich die dort schon öfter benutzt habe. Und der Stamm der Gelbkiefern und der Fichten auch nicht so viel Platz in Anspruch nimmt und dadurch ja so überwältigend in dem Gehege wirkt und uns die Sicht auf die Häuschen dann wegnimmt. Deshalb schön strategisch platzieren die ganzen und dann mache ich etwas, ja, wo mich Sonja in unserem Community Zoo dazu inspiriert hat. Ich habe es in der letzten Episode von Arizona schon gesagt. Sonja hat nämlich clevererweise diese Kletterplattformen dazu genutzt, beziehungsweise sie mit den Bäumen zusammen verwendet. Ja, und genau das mache ich letztendlich hier auch. Einfach so ein paar Plattformen zusammenfügen. Dann wieder mit dem Rotationsmechanismus eine einigermaßen runde Form machen und dann werden diese Plattformen in den Bäumen platziert. Denn ich möchte letztendlich, dass unsere Affen dann von Baum zu Baum laufen können und deswegen werden hier dann auch so ein paar Kletterstrukturen noch eingebracht, wie jetzt zum Beispiel ja, ein paar Hängebrücken, wo wir diese Plattformen dann einfach miteinander verknüpfen. Es wird dann auch teilweise Verknüpfungen mit diesen Kletterbaumstämmen dann geben und so weiter. Also dass die Tiere im Endeffekt nicht erst auf den Boden runter müssen und dann wieder auf das nächste hochklettern, sondern dass sie sich tatsächlich komplett auch hier oben in dem Bereich bewegen können. Was dann am Ende auch ganz schön aussieht, wenn die Tiere dann tatsächlich alle da sind und ja, es ist immer schön, wenn man sowas dann bastelt und man sieht, dass die Tiere das dann tatsächlich auch so nutzen. Also auch hier wieder ein Kompliment an Frontier und an das Game Planet Zoo, dass das wirklich so auch funktioniert. Das ist wirklich ja, herrlich zu sehen, dass man halt gerade in so Kletterstrukturen dann jede Menge Zeit investiert und jede Menge Ideen und man letztendlich dann damit belohnt wird, dass die Tiere das auch so nutzen. Das ist schon, ja, eine tolle Sache. Genau, ihr seht schon, ich nutze teilweise als Verbindung auch nochmal so ein paar von diesen Kletterplattformen, damit das alles schön zusammenpasst. Und dann hier eben jetzt auch wieder diese Kletterbaumstämme, was ich in der Vergangenheit ja auch schon öfter gemacht habe. Gerade auch bei den Nebelpadern hatten wir es und ich glaube auch bei anderen Tieren, ich kann mir jetzt nicht mehr hundertprozentig erinnern, wo wir es schon benutzt haben, aber auf jeden Fall benutze ich das gerne mal bei Affen, wenn ich denn tatsächlich Kletterstrukturen baue. Wo ich sagen muss, auch da habe ich jetzt inzwischen so ein bisschen Gefallen dran gefunden. Ihr wisst ja, ich habe das in der Vergangenheit immer wieder erwähnt, dass ich da eigentlich keinen Spaß dran habe, diese Kletterstrukturen zu bauen. Also jetzt so wirklich himmelhoch jauchzend bin ich da immer noch nicht, wenn es darum geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen, wie sage ich es am besten, inzwischen fühle ich mich wohler dabei, das Ganze zu machen und bin auch mit den Ergebnissen mehr zufrieden. Ich traue mich mehr, also traut euch da ruhig auch mal so ein bisschen ran, probiert euch aus und findet euren Weg, wie ihr das Ganze passend und spannend und schön machen könnt und ja. Wie gesagt, da kann was Nettes dabei rauskommen. Ihr seht schon, also wir haben hier sehr viele Laufstege. Wir haben hier eine wahnsinnig umfangreiche Kletterstruktur für die Tiere. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr da immer dementsprechend Support reinbaut, sodass die Dinge nicht in der Luft hängen, sondern dass ihr da einfach nochmal so ein paar Stützen habt in Form von irgendwelchen Kletterbalken oder was auch immer. Sieht zwar teilweise dann vogelwild aus, weil ihr da sehr viele horizontale, vertikale Stäbe dann drin habt, aber auch das könnt ihr dann im Nachhinein noch wunderschön verkleiden, so wie ich das hier zum Beispiel mache. Nutzt dafür einfach so ein paar Felsen, um das Ganze dann zumindest ein klein wenig zu verdecken.
Und nachher dann, wenn ihr natürlich an der Bepflanzung seid, könnt ihr jede Menge da auch mit den Büschen und mit dem Grün ein bisschen verdecken oder zumindest die Aufmerksamkeit davon ablenken. So, ihr seht, die Felsen sind gesetzt. Auch an dem Aufweg zur oberen Besucherplattform. Entschuldigung, ich habe gerade wieder einen Frosch im Hals. Ihr hört es die ganze Zeit. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis zum Ende des Videos, bis die Stimme dann irgendwann komplett weg ist, was hoffentlich nicht passieren wird. Ja. So, hier dann noch ein bisschen Deko. Ihr kennt es, Randsteine setzen und Bepflanzung und so weiter und so fort. Hier seht ihr jetzt im Endeffekt die Bepflanzung des Geheges. Da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, weil das Video dann unglaublich lang geworden wäre, wenn wir das auch noch gemacht hätten. Das habt ihr eh schon so oft in meinen Videos gesehen, dass ich denke, das könnt ihr diesmal verschmerzen, wenn es nicht mit dabei ist. Ich habe dann noch so ein bisschen mit der Erdfarbe Wege eingezeichnet, wo sich die Tiere dann bewegen, damit das Ganze dann auch noch mal ein bisschen interessanter aussieht. Jetzt natürlich noch bei den Besucherbereichen viel mit Deko und Pflanzen gearbeitet, noch ein paar Bäume gesetzt, damit das Ganze hier stimmig aussieht und sich schön in die Landschaft einfügt. Ja, und dann sind wir sowieso schon fast am Ende des Videos angelangt. Ja, wir sehen jetzt hier, wie ich die Beete noch verkomplementiere. Genau, und hier dann noch so ein bisschen Deko. Hier habe ich diese Siamang-Statuen aus dem Arterhaltungspark auch reingesetzt. Die werdet ihr später nochmal sehen. Und hier für den Aufweg zu der Besucherplattform habe ich mich dann für diesen ostasiatischen Zaun entschieden. Diesmal habe ich nichts selbst gebaut, weil ich dachte, das passt hier eigentlich am besten mit dazu. Und damit das Ganze nochmal so einen kleinen asiatischen Touch bekommt, dann einfach auch, weil wir direkt hier am Eingang zum Asienbereich sind. Also wenn wir den Asienbereich über den Südamerika-Teil betreten würden, dachte ich, wollen wir dieses asiatische Thema schon nochmal ein bisschen klarer herauskristallisieren. Und dann passt das ganz gut eben mit diesem ostasiatischen Zaun. Das Ganze habe ich natürlich dann an unserem oberen Pavillon dann auch nochmal gemacht, damit das alles schön zusammenpasst und schön stimmig ist. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so einen vorgefertigten Zaun oder generell so einen Zaun bei erhöhten Wegen zu machen, weil das sehr viel dann immer mit Drehen und Winkel ausrichten zu tun hat und ja, teilweise dann nicht so schön aussieht, weil das mal schnell krumm und bucklig wird, aber hier hat es Gott sei Dank funktioniert. So, für unseren Eingang in den Asienbereich musste ich natürlich dann unsere Mauer noch ein klein wenig entlang ziehen, sodass man, wenn man aus dem Südamerika-Bereich kommt, nicht sofort hier in den Asienbereich hineinsehen kann, sondern wirklich erst sobald man durch das Besuchertor hindurchgeht. Dann noch ein bisschen Bepflanzung, um einfach den Hintergrund noch so ein bisschen abzudecken und nicht, ja, nicht komplett kahl zu haben. Und dann bin ich eigentlich ja so gut wie fertig auch schon mit unserem Gehege für die Siamangs. Fehlen dann nur noch die Tiere. Hier habe ich dann noch mal so ein Türchen gesetzt für unsere Mitarbeiter, dass die Besucher da eben nicht mit durchgehen, sondern nur unsere Mitarbeiter, wenn sie die Tiere versorgen. Dann das Schild für die Pfauen noch mal so ein kleines bisschen versetzt, weil es da dann nicht mehr so wirklich hingepasst hat. Vielleicht mache ich da auf der Rückseite dann auch noch mal so eine Art Hecke oder was auch immer, damit der Zaun von der Mitarbeiterseite ein klein wenig verdeckt ist und nicht so offensichtlich da ist. Sieht nämlich so ein kleines bisschen kahl aus. Wenn ich das hier so betrachte, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. So, unsere Tiere sind jetzt aber eingezogen. Ihr seht schon, sie kommen gerade an und erkunden ihr Gehege. Und ja, wir werden uns natürlich jetzt auch die Tiere wieder so ein klein wenig ansehen. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Voice-Over hier gerade aufnehme und diese Videos fertig mache, bin ich
Ja, eine Woche vor meinem Urlaub. Wenn ihr das seht, bin ich schon im Urlaub. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob es ein weiteres Video in Swampy geben wird, bis ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Ich denke aber schon, ich hoffe es zumindest. Wenn dem so sein sollte, dann wird es nächste Woche für euch das Gehege für die Kapibaras, für die Wasserschweine geben. Ja, und jetzt würde ich sagen, lasse ich euch die letzten paar Minütchen einfach noch mit ein paar Eindrücken aus unserem Siamang-Dorf alleine. Lasst euch die Tiere und die Einblicke noch so ein klein bisschen genießen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Einen Like da lassen, ein Abo da lassen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Tschüss! No!